Jetzt habe ich hier angenommen, wie bei der Schlauchwaage, verbundene Gefäße, ein Gefäß, anderes Gefäß, das Hauptgefäß. Ich habe hier Wasser reingefüllt und bis hierher ist der Wasserstand immer noch in Waage. Aber je dünner die Röhrchen werden, umso höher steht der Wasserstand. Ich hoffe, man sieht es dann auf dem Video. Hier gleicher Wasserstand und hier noch mehr höher. Und diesen Effekt nennt man Kapillarität, aber da kommen wir jetzt im Einzelnen drauf, das werden wir jetzt besprechen.